Genau, noch eine da. Perfekt. Den da ran. Den da ran und den da unten und dazwischen Stöcker. Okay. Dann kurbeln wir mal fleißig. Overstressed. Ups. Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Let's Play Create Above and Beyond. Und heute geht's ein bisschen weiter in der... auf meiner kleinen Singleplayer-Welt. Bevor wir loslegen, ein kleiner Rückblick, was jetzt in den letzten Folgen und auch zwischen den Folgen passiert ist. Wir haben ja diese wunderhübsche, grandiose, unglaublich mega tolle Produktionsstätte errichtet, wodurch ich aus den Zahnrädern, diesen Crushing Wheels, dieses Singleplayer-Bild mache. Das könnte ich nochmal automatisieren, das so packen, aber Kleinigkeit. Die ich dann hier mit meinem Gerät explodieren lasse, wo dann die gequatschten Signalabilities darüber gehen, gestampft werden, zu farbigen, entfärbt werden, was dann in eine kleine Güllegrube geht. Und die habe ich jetzt zwischen den Folgen ein bisschen ausgebaut. Die ist mich jetzt ein bisschen weiter hochgezogen. Da ist jetzt noch ein bisschen mehr die Wände ausgekleidet. Und ja, damit mache ich jetzt hier ja dann diese Compounds, das Chromatic Compound über den Crafter hier, was dann anschließend über dieses Gerät zum Radiant wird. Ich habe hier nochmal umgebaut, jetzt zwischen den Folgen, denn ich habe festgestellt, dass wenn die direkt übereinander stehen, blockt der hier die Sichtlinie zu dem unteren. Das heißt in dem Fall, hier unten die Fackeln würden gar nicht verbraucht werden. Und wo wir gerade von Fackeln sprechen, stellt sich heraus, die Fackeln dort sind gerade alle. Interessant. Dann machen wir ein paar neue rein. Ich habe auch hier mal abgegradet jetzt. Da ist jetzt das Speed-Upgrade drin, damit das ein bisschen schneller geht. Damit die Fackeln ein bisschen schneller verteilt werden. Und jetzt sind alle... was sind das? 15? Alle 10 Depots aktiv, erreichbar. Und die Compounds werden jetzt noch schneller umgewandelt. Zu den Radiant gestampft und umgewandelt zu den Induction Coils. Diese gehen dann hier drüben rüber. Das ist jetzt auch neu. Da habe ich hier ja... einmal die Produktionsstätte aufgebaut, mit der die umgewandelt werden zu den Inductive Mechanisms. Ganz neu jetzt in der letzten Folge kam das Gerät hinzu. Und zwar wird hier... werden hier die... was sind das? Die Weeping Vines und die Twisting Vines gemischt. Während das Ding unter Feuer steht. Dazu können wir einfach mal einen Block Holzkohle ranpacken. Schmeißen das Gerät hier an. Und wir brauchen hier die Precision Mechanisms. Die sind hier, glaube ich, schon voll, ne? Fast. Dann nehmen wir noch mal ein paar raus. Ups. So. Die werden dann begossen mit dieser neuen Flüssigkeit hier. Dem Liquid Soil. Das kommt durch das Mischen der beiden Vines. Unter Feuer bekommen wir Liquid Soil. Das wird dann hier drauf gepustet und dann anschließend noch mit Lava begossen. Und daraus werden dann die Infernal-Dinger, die wir dann brauchen für die Zinkmaschinen. Das heißt, damit habe ich jetzt insgesamt fertig. Die Andesitmaschine, die Brassmaschine, die Kupfermaschine, die Zinkmaschine und es fehlt im Grunde nur noch die Enderiummaschine. Achso, und die Infermaschine, logischerweise nicht zu vergessen, ebenfalls auch schon fertig. Das heißt, es fehlt eigentlich nur noch die Enderiummaschine, dann habe ich alle Grundmaschinen fertig. Ich habe zwischen den Folgen einmal alle Thermal-Maschinen, die ich habe, aufgerüstet auf die verbesserten Maschinen, auf die Inva-Geschichte, auf den neuen hier, den Integral Component, denn die braucht hier nur die Zinkmaschine, die wir jetzt ja machen können. Und damit habe ich jetzt überall maximalen Speed, maximale Geschwindigkeit. Ich habe das Wasser nochmal kurz angeklemmt da drüben. Damit, ich dachte, ich hätte das Wasser... ach, scheiße. Ich habe das Wasser zwar hingestellt, aber nicht angeklemmt, weil... ich muss hier erst unten den Input einstellen. Dann das kurz aufdröseln. Dann das wieder zumachen und jetzt müsste da Wasser reinkommen. Jawohl. Da gehen jetzt 1,12 Millionen Midi-Buckets, also 1152 Eimer Wasser rein. Das kommt durch das Upgrade... das kommt durch die Component und durch die Verzauberung Holding 4 auf dem Tank.
Und das Wasser wird dann verwendet, um drüben die Vines zu züchten. Mal kurz mal rübergehen. Wusch. Hier drüben nämlich. Da haben wir das den Insulator und der verbraucht jetzt auch das Bone Meal, was schon da ist. Oh, interessant. Na, dann los. Wir haben ein bisschen was an Bone Meal noch da. Können wir mal nachwerfen. Das schadet ja nicht. Das heißt, 5 gehen hier rein. Und noch ein paar dort. So. Und dann macht er uns dann da weiter das Zeug. Die Lava ist übrigens alle. Ich habe jetzt sämtliche Lava verbraucht, weil ich habe den abgegradet auf 54 und ich habe logischerweise auch alle meine Tools in der Hand abgegradet. Den Bohrer zum Beispiel. Der hat jetzt auch das neue Upgrade drin. Und ist natürlich nochmal schneller und entsprechend auch mehr Strom jetzt. Das gleiche geht für die Magneten. Der hat übrigens jetzt noch ein paar Radiant Herzen bekommen. Das heißt, die Reichweite von den Magneten ist noch ein bisschen größer geworden durch das Upgrade. Und logischerweise habe ich dann auch abgegradet den Flux Capacitor. Und der speichert jetzt 27 Millionen Energie in der Tasche. Und damit war ich jetzt unten nochmal eine Runde meinen auch und habe ein bisschen was verbraucht. Und deswegen ist da gerade ein bisschen leichter Strommangel. Das macht aber nichts. Denn dafür haben wir ja unseren Generator, der aber jetzt ein bisschen am Keuchen ist. Er verbrennt gerade sämtliche Lava, die reinkommt. Aber wenn wir wieder alles beruhigt haben, dann staut sich da wieder an. Wir wissen, in der letzten Folge wissen wir auch, dass in meiner gesamten Baumfarm, wenn die fertig steht, sind da so etwa 900.000 bis 1 Million Millibuckets Lava drinne generell. Von daher also, ja, das passt schon ganz gut. Anywho, das ist so ein bisschen so die Übersicht. Ich habe übrigens noch ein kleines Tool, ach, noch fast fertig. Ich habe noch ein kleines Tool entdeckt und zwar, das ist bei Minern unglaublich hilfreich, die Lantern of Paranoia. Mit der Lantern of Paranoia musst du einfach nur noch Fackeln in der Tasche haben. Ich habe es mir hier demonstriert. Und der platziert dann einfach automatisch Fackeln in der Nähe, da wo eben Licht ist. Das heißt, du musst dich nicht mehr ums Ausleuchten kümmern, was gerade bei Minern sehr viel Zeit spart. Das heißt, du rennst einfach, ich renne jetzt gerade nur mit meinem Bohrer hin, durch die Gegend, mein Magnet schlürft die ganzen Blöcke hinter mir her und die Lampe verteilt über die Fackeln und ab und an halte ich kurz an, schmeiß alles ins Inventar und haust dann über das Wireless Terminal hier einfach direkt rein. Da kommt dann sowas zusammen wie 49.000 Cobblestone mal wieder, die wir aber in unsere Produktionslinie schmeißen können, damit ich dort dann aus dem Cobblestone den Flint mache und das Eisen mache und damit dann mehr Coins generieren kann. Machen wir mal gerade mal fertig. Also Cobblestone. Ich habe auch mal das Gabbro und den ganzen anderen Spaß schon mal in die Öfen geschmissen, dass die geschmolzen werden zu den fertigen Blöcken, denn die lassen sich ja dann auch verkaufen. Alles besonders an diese Cobblestone ansieht, behalte ich logischerweise, denn das braucht ja auch, das brauche ich ja auch für andere Sachen. Dementsprechend behalten wir das ruhig im Lager. Oh boy, das ist ein bisschen mehr, als ich gerade dachte. Mach ich dann ein bisschen offscreen zwischen den Folgen fertig. Und pack die Sachen dann da rein. So. Irgendwas fehlt hier gerade. Achso, ja, nee. Fehlt mir jetzt der Magnet? Wo ist mein Magnet? Oh, das ist ein Tisch, ne? Ich habe übrigens durch die einmal random, durch das Randomium-Erz, habe ich einmal versehentlich Dings bekommen. Wie sieht's hier aus? Die waren schon voll. Hier wird das Eisen langsam leer. Das ist so krank, wie was hier durchgeht, ne? Dass hier ein Material durchgeht. Ich habe noch einmal den Magneten bekommen durch das Randomium. Braucht man logischerweise nicht, aber das habe ich ihn halt. Na, mein Gott. Jutig, da ist mein Magnet, den nehmen wir wieder mit. Dankeschön. Und heute geht es dann weiter beim Versuch, uns vorzubereiten auf das Enderium, auf den Netherdrachen. Denn dann können wir die letzte Maschine bauen, die letzte Abgrund-Component und mal schauen, wo es dann die Reise hingeht. Und wenn ihr es bis hier zugeschaut habt und meine Stimme euch noch nicht vertrieben hat, gerade die neuen, vergesst bitte nicht, auch eventuell zu subscriben, wenn ihr den Kanal noch nicht kennt. Ich bringe regelmäßige Videos, Let's Plays zu Modern Minecraft, Satisfactory Plus aktuell, Tektonica,
Ich spiele Windcraft spiele ich an aktuell und generell Sandbox Games ist genau meine Kragenweite. Wenn ihr bereits Subscriber seid, dann bitte vergesst das Liken nicht und auch gerne lasst einen Kommentar da. Ich antworte sehr gerne auf Fragen, Antworten oder einfach nur dumme Witze. Juli, haben wir auch das geklärt? Und jetzt geht's dann los. Also, ich versuche mal ein neues Format, eine neue Strategie tatsächlich bei meinen Videos, weil ich merke halt, das wird ein bisschen all alles. Deswegen versuche ich jetzt mal ein bisschen mit Rückblende, ein bisschen mit Klicken und Dings, ne, hier Call-to-Actions-Gedöns, was man halt so macht als Content-Creator, nicht? Und wenn man halt eben wachsen möchte. Seid mir nicht böse. Gut, ich. Also wir bräuchten hier Not the End. What? Not the End? Das ist aber das End, ne? Ja, das ist definitiv das End. Da will ich, glaube ich, gerade noch nicht hin, weil ich bin noch nicht sicher, ob ich das schon kann. Was haben wir denn in der Overview? Da hätten wir hier das... Was haben wir hier? Into the Box? Lasertechnologie? Okay, da gibt es ein neues Kapitel dann. Oder man könnte einen alternativen Pfad gehen. Achso, nee. Das Laser selbst ist gut, aber es kann noch was anderes. Okay. Achso, also wir können das Silikon entweder über Laser herstellen oder über Transmutation. Okay. Das wäre der Enderium-Pfad, da will ich aber noch nicht hin. Und dann gibt es die Fluxmaschinerie. Wir machen mal hier das neue Kapitel auf. Zack. So, Katharsis wäre hier dann das Ende, genau. Und dann haben wir hier Into the Box. Wir können übrigens mal bei der Metallurgie durchgehen. Wir haben inzwischen den Pulverizer. Wir haben die Crushing Wheels. Wir haben den Induction Smelter. Wir haben das Superheated Mixing, wir haben das normale Melting, wir haben das Melting, wir haben die Liquid-Dinger. Wir wissen inzwischen im Grunde alles, genau. Das Washing war noch eins. Also inzwischen haben wir alle Möglichkeiten, um Erze herzustellen, haben wir bereits fertig, dementsprechend können wir das auch nutzen. Lifesavers, was fehlt uns denn? Die Ausbildung kennen. Wollen wir die mal machen? Wollen wir den mal machen hier und dann eventuell, weil das wäre vielleicht nochmal ganz lustig. Indestructible, Mending, Unbreaking, ja, Indestructible reicht ja aus. Das wäre vielleicht mal sinnvoll, den hier zu machen. Okay, wir brauchen dazu 9 Crafter. Die können wir dann zur Not von Hand betreiben. Also so ein bisschen höhere Reichweite wäre, glaube ich, schon mal ganz cool. Das Kontrollzentrum. Ja, ich müsste mich hier mal noch beschäftigen, ne, mit dem Project Red. Und fliegen wäre halt auch nochmal geil, ne? Aber die brauchst du leider, das heißt, die bleibt immer noch außen vor. Na, lass uns mal... Komm, lass uns mal hier fertig machen, dann haben wir auch das soweit fertig, bis auf das Fliegen entsprechend. Dann haben wir das zumindest schon mal soweit durch. True. Minecarts, sonst wechseln Minecraft. Once you've built a connection to those items, you will never be able to stop adding more. Ich habe aktuell Wireless-Gedöns. Also ist zwar sicherlich ganz cool. Aber ich hab die Wurmlöcher. Also ich brauche das nicht mehr. Ja, nee. Sorry, die Convenience of those Loaders.
Aber machen wir trotzdem fertig, oder? Ich meine, es kostet ja... Oh. Okay. Okay. Brauchen Siliziumstahl, Bulk Blasting, Redstone Furnace, Trade Station. Okay, wir können es direkt kaufen. Ja, komm, machen wir, oder? Machen wir? Na los, komm, dann warten wir noch kurz mit den Dings und machen hier noch ein paar Lives fertig. Als erstes aber den Arm. Als erstes machen wir jetzt mal den Griffelarm hier fertig. Den würde ich bitte gerne tun wollen, täten. Das kann alles weg hier. Weg. Also, der braucht, um gebaut zu werden, erstmal die Crafter. Also wir brauchen 3 Bronzemaschinen. Ach, und ich habe noch was gefunden. Beim Steinesägen auch. Auch durchs Randomium. Und zwar einen Portable Stone Cutter. Damit kann man offenbar jetzt hier drin Sachen portable cutten. Eine Brassmaschine oder 3 bitte. Brauchen wir, machen wir 4 am besten. Haben wir die 4, haben wir die Jungs. Oh, wir haben nur 3, weil nicht genug. Das kann ich die hier reinpacken. Und dann ist es quasi wie, als hätte ich einen Stonecutter dabei. Auch ganz lustig. Ich möchte jetzt bitte gerne haben die... Das ist übrigens falsch. Ich brauche dafür die Werkbank. Und Crafting Tables. So, dann haben wir jetzt 9 Stück davon fertig. Okay. Das war dann so. So. Ja. Und dann nochmal 2 oben drauf. Okay. Okay. Dann brauchen wir jetzt, die gehen alle gemeinsam da runter und dann gehst du dann bitte in eine... Aber der ploppt einfach dann raus, ist ja okay. Ein Zahnrad noch und eine Crank brauchen wir. Das Zahnrad packen wir jetzt hier ran. Die Crank davor. Und jetzt können wir uns um den Aufbau kümmern. Und zwar waren das Brass Ingot, Precision Mechanism, goldene Hand. Okay. Habe ich noch eine goldene Hand da? Habe ich nicht. Okay. Dann machen wir kurz eine neue. Die Goldplatten sind noch da. Dann brauchen wir einmal den Brass. Ingot. Stöcker. Und was noch? Die Precision-Maschine, genau. Ha! Genau noch eine da. Perfekt. Den da ran. Den da ran. Und den da unten. Und dazwischen Stöcker. Okay. Dann kurbeln wir mal fleißig. Overstressed. Ups. Das sind wohl zu viel. Scheiße. Okay. Wir können den Stress reduzieren, indem wir die Geschwindigkeit reduzieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein großes Zahnrad dran pappe und da dran nochmal einen kleinen packe und da dann die Crank ranpacke, dann sollte das langsamer laufen und weniger Strom verbrauchen. Ah, gucke. Dann dauert es so ein bisschen länger, bis es fertig wird, aber zumindest läuft es so. Ja, ja. Da kommt es ihm. Und blöp.
Sehr gut. Und der ist jetzt, genau, der ist, hat jetzt eine höhere Reichweite für alles. Kann ich den in die Offen packen einfach und dann habe ich den immer so aktiv oder was? Ja, sehr geil. Wo ist denn meine Wrench bitte? Wie hoch ist die Reichweite? Bis dahin genau. Okay. Schon, es ist schon nice. Okay. Gut, haben wir das auch erledigt. Kommen wir jetzt. Kann ich auch bis dann jetzt ins... Okay, das Bett ist zu weit weg. Geht nicht. Jetzt. Also er zieht uns leider nicht ins Bett ran. Schade. Gut. Haben wir den Lifesaver schon mal fertig bekommen. Nochmal 10 Zahnräder dafür. Die Würfel haben wir schon. Die Housebuilding Cannon. Die sollte nicht allzu schwierig sein, ne? Es fehlt da unten noch ein Block. Ah ja, das ist gar nichts. Die ist ja gar nichts. Fertig. Ich habe die auch sehr gerne benutzt in ATM 7 to the Sky. Hier brauche ich die jetzt nicht unbedingt, das passt schon. Hier war ich selbst von Hand kreativ. Gut. Kommen wir jetzt zum Bier. Da brauchen wir in a Keg. Wir müssen einen Keg machen. Okay. Da haben wir den Keg. Und da muss ich jetzt rein. Wasser, Weizen oder was? Place 4 empty Beer Marks, 3 Weizen und ein Wasser. Okay. Mug. Okay. Bucket. Da haben wir nochmal Wassereimer und Weizen. Okay. Okay, der fängt dann an zu arbeiten. Der fängt dann an zu arbeiten. Und ist jetzt auf Cooldown oder was? Ja, okay, der wird dann erst fertig. Ich könnte jetzt wahrscheinlich nochmal einen neuen Schwung anschmeißen, oder? Nee. Und ich krieg die Sachen auch wieder. Okay. Wir müssen jetzt 20 Minuten warten, bis der fertig wird. Puff. Okay. Das sollte aber... Nee, das wird in der Folge nichts mehr. Okay. Ich habe dann das Bier hinterher fertig. Wir saufen dann nächste Folge, okay? Versprochen. Dann haben wir noch das hier. Also ich kenne den Illuma Dust. Das ist halt eben so ein Leuchtstab. Den machst du halt eben für die Lampen. Den kennen wir ja schon. Die Wires haben wir auch schon kennengelernt. Das ist eine gute Art und Weise, um zum Beispiel Redstone-Signale zu übertragen. Gerade so Wände hoch und so weiter ist das super gut. Oder um die Ecke benutze ich an einigen Stellen schon. Aber die Circuit Assembly habe ich noch nicht gemacht bisher. Und die ist nochmal ein ganz eigenes Biest. Da brauchen wir den Dingsy, die Circuit Platte. Das ist Smoothstone nochmal gebraten. Okay. Smoothstone. Dann machen wir da gerade mal ein. Das kommt oben rein. Jetzt kriegen wir unten gleich dann die Circuits. Okay. Dann los. Und die können wir, glaube ich, verarbeiten zu, genau, durch Stone Cutting können wir die durch andere Sachen ersetzen. Look at Scrap. Was macht man da? Ach, darauf machen wir die den Spaß, okay.
Tech Table Big Circle. Okay. Tech Screen. Tech Console. Oh Mann. Hologram Base. Oh. Okay. Das ist jetzt einfach nur ein normaler Screen, der jetzt offline ist. Okay, sieht ein bisschen kacke aus. Ja, sieht kacke aus. Ich wollte gerade hier gucken. Eine Tech-Konsole. Ein Tech-Screen. Wie sieht der aus? Ja, okay. Vielleicht nicht ganz passend zum Baustil hier. Aber... ich meine... kann man mal machen. Also es ist nicht ganz so schlecht. Wie gesagt, nicht unbedingt perfekt für den Baustil geeignet, aber trotzdem... man dann noch an die... okay, das ist natürlich dann im Weg. Das ist nämlich blöd. Wenn der dann die Sachen blockiert. Weiß ich gerade noch nicht genau, wie wir das am besten machen. Aber egal. Okay, anyway. Ich wollte gerade noch gucken wegen dem Frame. Also es gab da noch diesen einen Screen Transport. Okay, das ist ein... okay. Screen off. So, der lässt sich Stone cutten zu... ach so, dann hast du verschiedene Bilder, die da drauf rumlaufen. Okay. DNA, Message. Okay, okay. Kann man verschiedene Screens machen, die verschiedene Sachen anzeigen. Das ist lustig. Block Cutting Automated hier. Da haben wir den Tisch, das Panel und außerdem den Kollegen hier. Mal kurz mal die Factory Lamp vielleicht. Factory Lampe, was kann die? Und der kann jetzt dann den Hologram Base. Ah! Ja, das war ja sehr hilfreich. Okay. Was mache ich jetzt damit? Ah, okay. Damit kann ich jetzt Hologramme machen. Put me in an item frame. I can cover item frames. Okay. Ah, lass mich raten. Hä? Ja, mit dem Covern klappt nicht ganz so, ne?
Aber was bringt mir das denn, wenn ich die Frames damit verdecke? Ach so, warte, warte, lass mich raten. Jetzt kommen wir da dann mit dem Stone Cutter und machen dann da die Hologramme rein, oder was? Was haben wir hier? Hologramm, X-Logo, DNA. So. Das könnte ich jetzt in einen Frame packen wahrscheinlich. Oh ja, das war sehr hilfreich. Aha. Und jetzt kommt dann das Ding da drüber. Und plötzlich haben wir halt so ein Hologramm. Okay. Ist nette Deko, aber komplett sinnfrei. Okay, gut. Ich meine, wir haben es getestet. Kann man den hier noch aufstellen? Die kann man nicht aufstellen, ne? Die kann man... Nee, okay. Es gab mal einen Mod Mini-Circuits oder so. Da hast du dann so eine Platte auf den Boden gestellt und jeder Bit war dann ein Redstone-Kabel. Da konntest du halt dann eine richtige Schaltung auf dem Ding bauen. Das war so gut. Problem war, das geht mit den meisten Shadern nicht und hat dann immer Crashes verursacht, aber es war sehr geil. Habe ich sehr viel Spaß mit gehabt mit sowas. Das hier ist nur halt eben jetzt die Circuit Assembly, in der kann halt jetzt verschiedenste Schaltungen machen. Was auch ganz lustig ist, weil da gibt es eine ganze Menge Schaltungen, die du da machen kannst. Adjustable Pulse Repeater. Okay. Also einen besseren Repeater quasi. Mechanical Screen. Oh, Jesus. Nee, ich will mich jetzt gar nicht mit der Deko aufhalten hier. Will ich nicht. Was haben wir noch? Bus-Transceiver. Ja, da hast du ganz verschiedene Kabel. Retzen sich an der Kreuzen quasi an der Stelle. Buffer-Gate. Adjustable Comparator. Segment-Display. Buffer-Call. Counter. Ja, da gibt's so einiges. Regensensor, Synchronizer, Lichtsensor, ein Endgate, Ohrgate, Sequencer, Powered Latch und so weiter und so fort. Gibt's einiges, aber nicht heute, nicht jetzt. Ist aber schön, dass es geht. Okay. Dann brauchen wir jetzt nur noch kurz, bis das Bier da ist. Okay, komm. Ich mache jetzt den Cut und dann saufen wir ein, dann ist Feierabend. Bis gleich. So, da bin ich schon wieder und ich habe, es sind kurz noch Dinge passiert. Zum einen, ich habe halt nochmal die Alchemie freigeschaltet und die sieht, also sieht ganz lustig aus. Das ist hier die Alchemie-Geschichte. Müssen wir uns mal anschauen. Das könnte lustig werden, eventuell. Und natürlich bei Into the Box, das Ziel ist natürlich unten das ME-System. Da freue ich mich ja drauf, das wird dann endlich mal wieder lustig. Des Weiteren hatte ich hier ja versehentlich Wasser ausgekippt. Das ist mal wieder auf die Chisel und Bits, auf die Stufen geflossen und dadurch wurden dann diese Ecken wieder als Wasser erkannt. Die musste ich dann wegchiseln, hatte dabei aber das Gerät in der Hand und habe dabei natürlich eine Kleinigkeit vergessen. Das Ding war nicht verzaubert auf Unbreakable. Und so Bit-Operationen verfressen offenbar sehr viel Haltbarkeit. Das heißt also, ich musste... Ja, der war dann plötzlich kaputt. Ich musste das Ding also gerade nochmal neu bauen. Und jetzt brauchen wir das Stellar Arcana. Um das Ding auf maximale Haltbarkeit zu ziehen. So. Also auf Unbreakable zu machen. Das wäre jetzt mal sinnvoll. Zack. Machst du das am Schmiedetisch oder was? Ah ja. Und jetzt ist es gut. Und jetzt kann ich hier drauf zugreifen und überall reingucken. Und jetzt bricht es auch nicht mehr. Das ist sehr hilfreich. Wir könnten gleich nochmal einen Stellar Arcana machen, tatsächlich für unseren Freund die Schuhe. Denn auch die sind ja noch nicht unbreakable. Aber ich glaube, es ging... Ja, da musste ich, glaube ich, neu für machen, ne? Sonst ging es ja nicht. Ja, also die Longfall Boots müssen wir dann nochmal neu machen und dann nochmal neu verzaubern. Aber gut. Anyway. Das Bier ist gleich fertig. Okay. Na dann los.
Prost! Okay, volle Kante. 3 Humpen Bier weg. Okay. Ein Haze-Buff gibt es auch noch. Okay, cool. Ich halte mal noch mehr, halte mehr da. Ja, das. Also, vier Eimer Bier und ab, vier Humpen Bier und dann ab ins Bett. Sehr schön. Gut, ich habe auch die Geschichte von den Damen. Sind wir bei den Lifesavers. Eigentlich im Grunde. Schon fast durch. Wie gesagt, hier bräuchte man noch dann die. Also Elytra, aber das kriegen wir halt ja eh erstmal nicht hergestellt, sondern müssen das erstmal finden im End. Das heißt, auch da wieder ab ins End erst. Und damit sind wir aber tatsächlich wirklich schon auf einem guten Weg. Und es geht dann weiter, ich würde sagen, mit Into the Box. Ich denke, wir bleiben auf jeden Fall erstmal bei der normalen Schiene und gehen dann die Alternative, wenn das ME-System steht, und gucken mal, wie das dann aussieht. Weil ich glaube, dass die Alchemie selber bietet vielleicht noch andere Möglichkeiten, die vielleicht sinnvoll wären. Was haben wir hier? Ja, ich denke, wir haben erstmal genug Strom. Also die Lavaproduktion selber sollte hoffentlich reichen. Hm? Warum kann ich hier nicht checken? Achso, ich muss mal starten, ne? Genau, da gibt es einen neuen Tee. Und dann können wir den schon mal abhaken, weil den haben wir schon mal. Und, der alchemische Laser. Open Ponder Scene. Achso, da kann ich hier, dann kriege ich jetzt. Oh, das ist ja cool, dass es auch geht. Start with an Indoor Machine. Eine Lampe ran. Licht machen. Okay. Okay, in der Deployer muss dann auf die Maschine gehen mit einem Punch-Mode mit einem Wrench. Wer hat sich denn den Bullshit einfallen lassen? Okay, das. Okay. 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 Jo, okay. Erstmal ein Tee. Ha, okay, na, anyway. Das, ja, das machen wir dann. Ja, okay. Okay. Das soll es für die Folge gewesen sein. Wie üblich, wenn es dir gefallen hat, gerne mit subscriben oder links dazu klicken. Da gibt es noch ein bisschen mehr von mir. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.